fürs Protokoll, heute würde ich gerne nur bis, weiß ich nicht, 9 oder aller spätestens 9:30 machen. Also eine Folge noch. Ja, das wäre mir am liebsten. Wenn das okay ist für euch. Ich richte mich immer nach der Mehrheit. Ja. Ui. Gut. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Torchlight. Fackellicht 2, genau. Dabei stehen hier Kerzen. Ja. Reicht dir das nicht? Ja, aber es, keiner hat eine Fackel. Aber das ist irreführende Werbung. Genau, also hier gibt es keine Fackel. Außer wir, die sind so Feuertöpfe, das ist auch keine Fackel. Oh, Schenariel ist schon draußen. Oh. Ja, ich bin schon auf dem Weg in die Stadt. Was? Immer mit der Ruhe. Oh, das wäre eine Idee, mal in die Stadt zu gehen. Quests abgeben wäre ganz gut. Mhm. Wegpunktportal. Ja, dann benutze ich einfach klar. Also ich gebe erstmal meine Quest ab. Dann darf China als letztes zurückgehen. Weil wenn China vor uns zurückgeht, dann geht das Portal zu. Also Waffen, die ich jetzt noch nicht nutzen kann, finde ich aber irgendwie ein bisschen albern. Have we met? Vielleicht haben wir schon mal gemettet. Okay, und dann durchs Wegpunktportal in die Stadt, oder wie? Ja. Mhm. Enklave, oder? Ja, genau. Die Istherianische Enklave. Und, da unten, da wollte ja auch, genau, mit dem können wir jetzt reden. Hast du verteilte oder? Fähigkeitspunkte 1? Hm? Vermutlich durch Ruhm. Mhm. Könnte das nur passieren? Komm, dann machen wir. Aber irgendwann ist auch der Ruhm ausgeskillt, also beim ersten Teil war es so. Oh, Enthusiast, okay. Aber ich glaube erst bei Stufe 100 oder so. So, jetzt wäre mal interessant, ob das gemeinsame Lager, ob ihr da, was ihr da drin seht. Ich habe ein paar blaue Gegenstände reingelegt. Oh, hier kann man eine Quest ablegen. Das ist nicht schlecht. Hm? Sendüres Zauber. Ich sehe. Ich habe nämlich so die Vermutung, das ist gemeinsames Lager für die eigenen Charaktere. Ach so. Ja, das ist jetzt blöd, weil ich habe da einen ganzen Haufen reingelegt und ja. Na gut, ich habe bei mir alles verkauft, da ich das jetzt auch nicht so aussah, als ob ihr das... Nee, dann werde ich das auch alles verkaufen, wenn ihr das nicht seht. Man behält dann Sachen, die vielleicht der andere gebrauchen kann, die man da extra reinlegen will. Ja, das wäre, hätte ich jetzt aber auch gedacht, das wäre schon gut gewesen. Okay, dann haben wir das missverstanden. Schade. Es wäre mal interessant, wenn die Set-Gegenstände mal sagen, was alles zum Set gehört. Das sieht man halt bloß dann an anderen Set-Gegenständen. Aber ich habe nämlich noch Set-Gegenstände und die möchte ich jetzt nicht zwingend verkaufen. Oder andere potenziell gute Gegenstände. So. Buy Items back. Aha, die kann man auch direkt zurückkaufen. Jo denn. Sieht Theos denn eigentlich auch aus wie ein Theos? Naja. Für mich sieht er eher aus wie ein Thomas oder sowas. Ach so, das ist die Quest, die noch läuft. Also Shena, ich glaube, dein Charakter, der kriegt irgendwann Rückenschmerzen. Das ist halt das Los, mit dem er als Abenteurer so zu kämpfen hat. Ja, das passiert halt. So. Was haben wir noch in der Truhe? Ich habe ja noch Sockel frei. Ice Damage, Poison Damage. Na, nee. Hallo, Franz. So, wo haben wir solche? Da haben wir solche. Mal schöner. Solche ist schon wieder am Angeln, hä? Was ist mit mir? Ja, solche will ich. Was? Jetzt bin ich weg vom Angelloch. Deswegen, ich habe keine Ahnung, was du machen wolltest. Oh, ich habe bei dir irgendwas von wegen... Was? Runenmeister gehört. Ich habe den Kampfhandschuh angelegt. Verdammt. Da muss ich ja den Bogen kaufen. Shit. Das vielleicht auch noch? Ich habe jetzt hier mal ein bisschen rangezoomt. Ja, ich habe von dem Zeug...
viel. Da habe ich natürlich eben. Ja, ich habe auch noch ein weiteres Teil Runenmeister. Das liegt bei mir auf den Ringplätzen. Shayna, deine Spinne hat sich zurückverwandelt. Die war besser. Du hast den Runenmeister. Da habe ich jetzt bestimmt verdödelt. Hältst du doch noch, oder? Also den Ring würde ich noch behalten, weil ich habe sonst. Sonst sind die Finger so leer. Ich habe ihre Säule beschädigt. Shit. Ich wusste ja gar nicht, dass man hier in der Stadt auch Sachen kaputt machen kann. Mit Eispanz von Elektropanzer. Aber es geht. Ich glaube, ich kaufe mir erstmal hier mal ein bisschen Dynamit. Aber was willst du denn damit machen? Sachen in die Luft jagen. Peng, bumm, ne? Ja. Angeln. Toll. Du bist ja noch beschäftigt. Hier steht, damit könnt ihr Knallangeln. Bringt entschieden mehr Fische pro Angelloch als Knallangeln. Geht aber nicht in der Stadt. Okay. Jolom? Ja. Was? Wie? Wo? Hallo? Das denn? Magen-Darm, ne? Wo? Auf dem Schneidenbogen. Ja, nehme ich. Dachte mir, bevor ich die blauen Gegenstände verkaufe, die eventuell noch sinnvoll verwendet werden könnten. Genau, den wollte ich doch auch noch anziehen. Ja, man hätte an den Trade denken können, aber ich habe einfach alles verkauft. Habe ich genauso gemacht. Es ist leichter. Du hast Fussel auf dem Kopf, Jalum. Ja, der Spieß denkt mal wieder an euch. Nee, ich verkaufe das Zeug, was ich weiß, was sie auch nicht hernimmt. Und normalerweise frage ich ja immer. Zum Beispiel die Pistole, die wollte Jalum. Die war aber verdammt schön eigentlich. Ja, aber das andere war schöner irgendwie, was ich hatte. Also man findet ja auch eigentlich immer recht gute Sachen, finde ich. Und vor allem viele. Und viele. Und man braucht es ja auch nicht unbedingt. Also. Ah, ich kann hier noch. So, speichern wir mal wieder. Muss mal hier ein bisschen Stärke leveln. Hat er das jetzt gemacht? Neue Fähigkeit. Ah ja, sehr schön. Hier, ich lese dir das mal vor, Shayna. Zauberstab-Chaos. Angriffe eures Zauberstabs können bizarre, zufällige Elementarstörungen bewirken. Diese Effekte können auch vom Magma-Speer, Eisschauer oder Schockbolzen ausgelöst werden. Aktueller Rang 3, immer aktiv. Tja, das ist ja, du bist gefährlich. Aber nicht unbedingt für uns, weil no friendly fire. Ich habe einen lila Bogen. Was soll das denn? Willst du keinen lila Bogen? Die Farbe des Namenlosen. Der ist irgendwie... Es läuft mein Alpaka durch mich durch. Ja, warum nicht? Ich sehe deinen Alpaka gar nicht. Warum nicht? Ah doch, da steht's. Okay. Vielleicht war es eben verdeckt oder ich hatte Tomaten auf den Augen. Ich mag mein Alpaka, da will ich es eigentlich gar nicht verwandeln. So, jetzt habe ich eine permanente Spinne dabei. Bellia hat's schon wieder getan. Das wird Belly bestimmt gefallen. Wenn ich was anderes Permanentes kriege, was cool ist, dann wird sie wieder durch die Gegend verwandelt. Er findet Spinnen cool. Notier. Ein permanentes Alpaka. Nein, eigentlich nicht. Nur in Spinnen. Ich wollte gerade sagen, da habe ich aber anderes erlebt. Nein, Spinnen mag ich an sich mal nicht. Aber in Spinnen sind sie mir egal, genauso wie im Fernsehen. Fernsehen. TV. Oh, seid ihr bereit oder seid ihr noch am Rödel? Ich bin bereit geboren. Okay, dann kann ich schon mal zurückgehen, wenn du auf mich warten musst, oder, Shayna? Ja, vor allem, wenn ich durchgehe, dann gebe ich das Wegpunktportal zu. So war es bei Diablo ja immer, aber ich glaube, dass... Wohin? Die Tempelstätte, das ist, glaube ich, das Einzige, wo man hin kann. Ja, stimmt. Ah ja, rechts kann man dann auf... neben dem Charakterporträt von Shayna kann man dann... Genau. Ja. Auf das Portal-Symbol. Wie bei Starbound. Jolom, renn da nicht rauf gleich. Du wirst das hat er automatisch gemacht. Echt? Du wärst fast ins nächste Gebiet gelaufen. Das hat er automatisch gemacht. Ich hab da gar nichts gedrückt. Der ist einfach hochgelaufen, nachdem er aus dem Portal rauskam. Was? Die Schweinebacke. Was heißt nächstes Gebiet? Hier waren wir doch schon. Aber da gibt's wohl... Das will ich noch gar nicht. Einen anderen Wegpunkt. Wir müssen nach Norden. Nordwesten. Bin ich der Einzige, der sich zu Shaynas Portal teleportiert hat? Anscheinend ja. Hallo, Jolum. Hallo solche. Habt ihr bei dem das Quest schon abgegeben? Ja. Ja? Ach so. Ich hab grad nur beschützt den Wächter. Ja, ich hab auch nur noch beschützt. Ihr seid da so schnell zur Stadt, dass ich... Da ist noch die Quest abgegeben. Ich hab's ja auch noch davor abgegeben. So. Okay, das gab jetzt noch mal ein bisschen Fame. 990. Für den Anfang nicht übel. Was, Fame? Ruhm. Wo sieht man den Fame? Wo sieht man den Ruhm? Auf C. Den Ruhm. Die rote Leiste, die zweite. C. Ja, okay, rot. Was? Orange.
Ich folge jetzt mal Shenariel, weil bei dem Rohr, da fühle ich mich sicher. Du meinst nur, weil er der Looter King ist und immer am meisten findet? Er findet nicht immer am meisten, er ist nur am schnellsten dran. Das ist die Sache. Oh, hier, Felsen. Edelstein erforderlich. Wer hat den? Ich hab keinen. Ja, China hat doch so viele Edelsteine gesammelt angeblich. Ja, vielleicht ist das ein bestimmter, den wir noch irgendwo finden müssen. Könnte ja sein. Nein. Oh, Rocks. Und da war Health Potion drin. Oh, ein Heil. Guck mal, da steht sie wie bestellt und nicht abgeholt. Und haben die Zunge im Maul. Also bitte. Hammer-Salut. Das ist wohl ein Boss. Oh, ja, und bis auf den Boss halten die eh alle nichts aus. Es war sogar wirklich ein Boss und kein Champion, hä? You found? Was habe ich gefoundet? Neuen Stab? Ja, nee. Ein kleiner verschanzt. Meh. 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 Hier geht's noch ein bisschen. Immer dahin, wo es dunkel ist auf der Karte, ne? Immer der Spinne hinterher. Also Belly. Zugang zum Urquelltempel. Das hat jetzt Shader gesagt. In dem Fall ist das Belly. In dem Fall, ja. Oh, eine Kiste mit... einer Falle. Interessant. Weißt du was? Mein Viech rennt rein, ne? Also... sollen wir jetzt noch hier außenrum alles ein bisschen angucken? Weil da oben ist wohl neues Gebiet, ne? Da ist ein Mana-Schrein. Oh, Hand von mir. Ah, Skaven! Rettlinge! Oh. Zwoo! Skaven! Ich glaube, wir haben viel zu viel geschossen. Da war schon kaum noch was. Da oben stehen irgendwie welche. Ja, und ich habe schon wieder technische Probleme. Schlimm. Mach doch sowas nicht. Ach, nimmst du den Trank auf? Tja. Bin gleich wieder da. Ja. Oh, geschliffene Handschuhe. Die nehmen wir noch mit. Bringt er was? Er sieht genial aus. Aber. Nee. Ich krieg das Weib nicht platt. Oh, da liegt ja noch Gold. Oh. 17 Gold, 8 Gold. So, es muss ja immer was sein, was schief gehen kann. Oh, und Viecher. Und wir haben nicht auf dich eingeschlagen, keine Sorge. Nee, garantiert nicht. Das werde ich bestimmt auf dem Video auch gar nicht sehen, ne? Ganz genau. Vor allem du nicht. Ich habe eine Mausgun gefunden. Okay. Jolum, erinnere mich daran, dass ich einen schwarzen Balken in das Bild packe. Ja, dann kannst du ja immer noch sagen, auf meiner Aufnahme ist nichts zu sehen. Ganz genau. Och, wie das Alpaka hüpft, wie es über die Heide hoppelt. Ja, okay. 0815 geht. Lasagne ist fertig. Hä? Das ist geplatzt, Hackfleisch. Gucken wir mal, ob wir das Ding gefunden haben. Meinst du Edelstein? Ja. Denke mal nicht, aber wir können gerne gucken. Da wäre ja bestimmt... Oh, you found Power Crystal steht da, okay. Hier wird's weitergehen. Ja. Ach so, meinst du das? Hä? Hm? Oh! Du hast eben nach dem Edelstein gefragt, oder nicht? Der war ja hier hinten irgendwo. Ja, genau. Da ist was zum Teleportieren erschienen. Oh, ist das dann... Teleportieren wir uns mal durch? Ein Special Dungeon? Keine Ahnung. Bestimmt. Fertig. Oh, das war aber ganz schön. Das war hart, also. Ja. Ja. Ich bin jetzt fix und fertig mit den Nerven. Sind. Nee, hier ging es ja auch noch weiter. Ja, da geht's, genau, da ist dann jetzt mit der Quest weiter. Irgendeine Quest.
Ja, die einzige Wächter. Die Hauptquest. Wer ist da jetzt schon rein? Ich. Ich glaube, das nächste Mal nehme ich das Spiel mit einem anderen Programm auf, gesagt, oder? Ja, ich weiß nicht. Der Teaser ist alleine drin, mit dem Panther. Oben, da wo der Stern war. Oder wo? Genau, da sind wir jetzt drin. Okay. Ich bin auch gleich da. Ich bin da. Da, da, da. Da, da, da. Hey. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Aha. Leuchtet alles. Ich würde gern anfassen. Fass es nicht an, fass die Spinne an. Also, du weißt ja, wenn irgendwie nachts auf dem Boden was leuchtet, es könnte Nuka-Cola Quantum gewesen sein. Nuka-Cola Quantum. Gewesen, ne? Nach dem Durchlauf. Musst da aufpassen. Geheimnisvolle Ringe. Die Augenringe oder die olympischen Ringe? Okay. Das werden wir nie wissen. Braucht irgendjemand eine Großaxt? Nee, weil wir keinen Barbaren dabei haben, ne? Hm. Interessant. Alles Gold für mich. Oh. Hey, jetzt kommt da wieder so eine Maulbeerhyäne. Oh. Boom, boom. Na super. Aha, ihr könnt tatsächlich Schaden machen. Aber nicht viel. Badum! Badum! Ja, alle zu mir, alle zu mir. Ich brauch mehr Mana. Ja, ich auch, aber oh, oh. Dann komm ich ja mal zum Zug. Ein Grave Hunter. Also, ich schieß zwar wie blöd, aber mein Mana wird kaum leerer. Warum auch immer. Jetzt haben wir hier Chaos Ember Spec. Mhm. 9%ige Chance, jemanden zu exekutieren. Physischer Schaden um 3% gesenkt. Ja, okay. Gerne, warum nicht? Shena, den Roboter hat eben Bäb 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 gemacht. Das, was du mit der Freelance mal öfter bei Starboard machen solltest. So was mach ich nicht. Das ist nicht mein Stil. Das ist ja viel zu primitiv, ne? Kein Bäb Bäb Bäb. Ja, wo lang? Wo war die? Ah, lang. Oh, oh, die machen Schaden. Der bleibt wieder am Fleck stehen. Jalum, vielleicht sollten wir ein bisschen zurückgehen. Ich sehe mich nicht. Du bist mitten in dem Haufen da. Ich drück einfach mal meine Spezialfähigkeit, so. Ich hab was für Jalum. Genau, das kann eigentlich nicht falsch sein. Kulzirit. Champion Sturmbjorn. Flurry Attack, okay. Das, was ich gerne als Special hab bei den Speeren bei Starbound. Flurry und Energy Whirl. Ruhm. Es gab Ruhm. Mhm. Jolom, ich hab was für dich. Ja, Moment. So. Ein Ring. Aber ich würde fast sagen... Was will ich denn... Ja, auf die andere muss ich noch warten. Nee, das ist was anderes. Moment. Speer beschleunigen. Ach so, ja, nee, der wäre gar nicht so gut gewesen. Aber gut. Ein Beschleunigungsspeer? Aber es ist aus einem Set. Vielleicht findest du was anderes dazu. Ja, ich habe meine Set-Teile bisher mal brav verkauft. Jetzt haben wir zwei von den Maulwürfen. Was machen wir mit ihm? Das ist halt alles, man muss halt schnell sein. Ach, Set-Gegenstände finde ich auch nicht so wichtig. Die verkaufe ich auch meistens. Sets nerven mich meistens nur. Dann muss ich immer drauf achten und vergesse ich immer, was ich schon habe. Nee. Ich habe eh keine Zeit, hier irgendwie mal länger zu gucken und dann, nee. Außerdem ist das jetzt, macht das nicht so den Eindruck, als ob man das unbedingt alles braucht hier. Auf dem Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich eh nicht, nee. Ich hätte halt nicht gedacht, dass es auch normal so leicht ist. Ja, wir sind zu viel, das macht's, glaube ich. Sollen wir hier oben mal gucken? Weiß ich nicht, wir sind bisher immer oben, wenn oben das war vorbeigegangen. Das sieht so auch wieder so ein bisschen nach Boss aus. Huch! Ich gucke auf die. Ich gucke auf die falsche Karte, ja. Auf die falsche Markierung auf der Karte. Du sollst nicht bei solch auf die Karte gucken, der ist ein paar Sekunden hinter uns zurück. Da sehe ich im Moment eh gerade nur den halben Bildschirm, weil er mir das vorhin verstellt hat. Ja, man müsste einfach nur scrollen, ne? Ja, ich sehe auch nicht wesentlich mehr. Hm. Wir haben oben aber noch was ausgelassen, ne, auf der Karte. Ja, ich weiß. Auch am Anfang seid ihr da schnurstracks dran vorbeigelaufen. Da ging es auch schon einmal nach oben. Ja, für einen Weg müssen wir uns ja entscheiden. Ja. Ja. Richtig. Da vorhin nicht weiß, wo es lang geht. Dass wir auch noch zurückrennen. Ja, klar. Haben wir bisher immer gemacht. Da geht's runter. Mhm. Und bevor wir runtergehen, können wir die ausgelassenen Sachen machen. Ganz genau. Wir sind ja Klever, ne? Und hier geht's... Nee, geht nicht hoch. Das ist eine unsichtbare Wand. Was für ein Viech hat dieses Geräusch gemacht?
Waren das unsere Maulwurfs? Geht doch nicht nach unten, wir wollten nach hier oben noch die Sachen senden. Nee, da waren Gegner, das war. Ja, genau, Gegner müssen getötet ich werden. Nur auf die Karte geguckt und da seid ihr sehr schnurstracks dahin gelaufen, alle drei. Ja, immer dem Gegner hinterher. Leben auf Messerschneide, immer der Gefahr hinterher. Wir sind voll die Hardliner, ne? Ja. Ich sehe nichts, ich schieße einfach mal drauf. Ja, so geht's mir auch häufig. In solchen Spielen geht's mir ständig so, also... Die sind darauf ausgelegt. Schieß einfach auf alles, was sich bewegt. Ja. Also ja, Diablo, spätestens nach dem ersten Level. Ja. Da hast du recht, Tiger. Auch immer schwierig, wenn man nicht sieht, wo man steht. Ich finde das so geil, wie das Alpaka hier rumhüpft. Ja, ich mag es eigentlich nicht verwandeln. Das Alpaka ist einfach zu cool. Also, das ist irgendwie, als hättest du die ganze Zeit Frühlingsgefühle. Und umso bunter und toller die Spiele werden, umso mehr Probleme habe ich mit den Dingern. Oh, eine geheime Dingsbums. Wow. Mit geheimen Feinden und viel Gold. Wow, und gerade stürzen bei mir die FPS ab. Warum? Das kann doch. Das Spiel ist so alt, die können doch nicht abstürzen. Was ist denn jetzt kaputt? Ah. Ach, hier ist noch. Es ist schön, wenn man lootet, aber hier noch alles schießt. Ja. Ihr wollt mir nicht wirklich sagen, dass in so einem alten Spiel, dass die FPS abstürzen, wenn da viele Goldhäufchen sind oder so. Ja. Ja doch, es geht jetzt wieder hoch. Oh, eine Truhe. Da war aber auch viel Bewegung drin. Ja. Ja, aber sehr seltsam. Das habe ich sonst, also, das habe ich ja in moderneren Spielen nicht. Zauberstab. So, was habe ich denn jetzt Cooles gekriegt? Weil du halt sonst keine Spiele mit so vielen Münzen hast. Ja, nee, klar. Ein Imitator. Ein was? Ein Multiplikator? Da war eine Truhe, die mich beißen wollte. Ach so, ein Imitator, kein Multiplikator. Okay. Das ist ein kleiner Unterschied. So. Na, Inventar. Ah, und bei Torchlight 1 gab es sogar Secrets in einem Secret. Da muss man mal gucken. Aber ich glaube, da gibt's nichts mehr. Man muss einfach alles kaputt machen, was angezeigt wird. Ja, und diese Ranken, die sind nur aufgetaucht, wenn du halt nah genug rangehst. Nee, ich habe hier eine Urne bestellt, oder? Was hast du? Ja. Eine Urne bestellt? Eine Urne kann man zerstören. Mhm. Manchmal passiert auch was. Manchmal nicht. Also meistens nicht, aber manchmal schon. Ja, meistens kommt so ein Elfenjunge in deine Bude und zerschlägt all deine Tontöpfe, ne? Ja! Wo seid ihr eigentlich? Rechts noch oben. Weiter zurück? Ja. Ja. Ach so. Wenn du M drückst, kannst du auch die Karte umstellen. Die kannst du dann auch mitten bei dir ins Sichtfeld einblenden lassen, falls dir das hilft. Ja, das hatte ich am Anfang gesehen und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, es kann sehr störend sein. Das ist irgendwie was, da habe ich mich bei Diablo 1 so dran gewöhnt, dass ich das auch in so Spielen irgendwie dann gar nicht mehr so als störend empfinde. Hier ist doch nix. Was macht ihr denn hier? Hier ist doch nix. Ach. Ich glaube, mehr war aber auch nicht. Nö, auf laut Frage nicht mehr. Da unten habe ich noch ein klein bisschen dunkles Gebiet, aber vielleicht ist da auch schon nichts mehr. Oh. Erst schießen, dann fangen. Ja, genau. Das ist richtig. Damit wäre das Mysterium geklärt, wie man Wegpunkte macht. Man klickt auf die Karte, nein. Oh, ich habe ein Level Up. Habt ihr auch eins? Ja. Irgendwann hatte ich eins, ja. Ja, irgendwann. Ich weiß nicht mehr wann. Hier geht's noch weiter. Das dürfte bloß nur eine kleine Ecke sein. Ja, da liegt Gold. Ja, ist nur die kleine Ecke. Mit Gold. Bei mir liegt kein Gold. Oh. Bei mir auch nicht. Jetzt muss ich wieder hungrig ins Bett gehen. Ach, das kann ich gar nicht hochschalten. Okay. Das ist schon voll geskillt. Das sollte ich mal wieder machen. Beep. Ha, mein Hund ist jetzt auch schon Level 12. Uff. Moment, haben die nicht das gleiche Level wie die Charaktere? Ja, doch scheinbar. Würde mich wundern, wenn sie selbstständig leveln. Auf nach unten. Moment. Ich guck gerade noch, wie wir Level ausgeben. Du musst unbedingt mal Identifizierungsrollen kaufen. Das kannst du auch mit deinem Tier machen. Das geht, ja? Ja? Ja, wenn du auf die auf den vierten Button unten. Ach, Einkaufsliste. Ja. Ach, cool. Cool, das wusste ich auch noch nicht. Das haben sie dann verbessert. Das gab es im ersten Teil nämlich, glaube ich, meines Wissens nicht. Cool. Ersten glaube ich nicht, aber im zweiten schon seit Anfang an. Mhm. Das ist ja schick. Mal gucken, wenn er jetzt verkauft und gleichzeitig noch was mitbringt.
Ich habe mir so eben ein paar Identifikationsschriftrollen geholt. Alle da? Ich zähle vier. Alle da. Possessed One. Oh, was kommt denn da für ein dickes Team? Mensch, da, ich glaube, der Schildträger. Ja, da, die das hatten aber schon häufiger, die Schildträger. Echt? Also ich hab erst einmal gesehen. Das hatte den Schild aber bestimmt nur für den Wanst. Ich schon häufiger und der hat dann auch ein bisschen was weggeblockt mit seinem Schild. Da muss man zaubern. Wir haben meine Zauber auch schon geblockt, da muss man den richtigen Zauber hernehmen. Ja. Deswegen ist der Chaosstab, glaube ich, ganz gut. Och, ich bin mit meinem Bogen sehr zufrieden. Ich habe nur so zwei Sachen, oder nee, drei Sachen, die ich derzeit benutze, weil viel mehr habe ich auch gar nicht. Sag mal, Rondra, wo hast du denn deinen Kamm gelassen? In Andergast. Nee, keine Ahnung. Ach, China, lauf doch nicht in die Falle. Falsch gewesen. Ich habe nichts von der Falle gespürt. Ja, die haben ja den Andergaster, aber in Andergast gibt's bestimmt auch einen Rondra-Tempel. Oder Schrein oder so. Bestimmt, ja. Aber du bräuchtest ja deinen Kamm. Ja, nee, die Zöpfchen, die halten von selbst, ne? Das ist schon wieder so ein böser Schildträger. Jetzt nicht mehr. Das war mal eine. Die sind mir sehr unsympathisch. Oh. Steht der bei euch auch? Nö. Ich kann zwar durchlaufen, aber der steht bei mir noch. Es sei denn, du meinst den da unten. Was? Mich? So, den 0815 Schrott kann das Tier mal mitnehmen. So. Ah, ihr macht schon wieder Überstunden. Was ist denn hier eigentlich los? Ich weiß es nicht. Such mal Aufstieg. Ich hab doch gerade gelevelt. Ja, das geht halt im Moment immer noch sehr schnell. Ja, wenn du einen Stufenaufstieg sehr lange hinauszögerst. Was? Ach. Da nicht hin. Liederschultern. Zauberstab. Oh. Rattlinger. Ausbuchse benutzt. Oh, es schlägt auf mich ein. Ich wundere mich, was macht hier so was Großes. Es zaubert auf mich. Ich wollte doch bloß den einen Gegner hier kaputt machen. Okay. Ist ungünstig. Ja, das ist halt, Ja, ist giftig. Wenn man alles triggert. Das da. Kulga. Wir triggern ja nicht alles. Nur die Dicken, ne? Ja. Wir wollen eine Sache, looten und so weiter. Mit einmal sind die anderen da. Die erscheinen einfach. Mhm. Weißt du was? Das glaube ich dir sogar. Wer legt denn hier Bomben? Und warum? Die Urne. Warum nicht, ne? Oh, der Bogen ist ja klasse. Das ist ein krasser Bogen. Oh, wir sollten warten. Jolum ist... Aber hier hinten ist nichts mehr. Ja. Ende Gelände. Ist das jetzt der Bogen? Ja. Oh. Ich hatte einen giftigen Boden gefunden. Der sieht auch nett aus. So schön grün. Hier hinten waren wir auch noch nicht, oder? Wesentlich. Naja, da sind ganz viele Urnen. Ich halte sie fern und ihr macht dann hier so Artilleriebeschuss, ne? General Grell, oh, da kommt da unten wieder ein Bossfight, okay. Warum nicht? Da geht's dann runter, das ist ja auch nicht schlecht. Oh! So riesig hier. Mhm. Ah. Und das jetzt noch über mehrere Ebenen, ne? Schön. Aua! Amin, hast du es noch gegeben? Je nachdem, wie weit das da hinten noch weitergeht, würde ich sagen, machen wir vielleicht den Boss noch? Fragezeichen. Ja, oder wir machen halt Pause und machen beim nächsten Mal weiter. Ja. Da müssen wir eh mal gucken, wie... Oh, ein Mimic wieder, wieder das mit den Safe Games macht. Aber merken, dass wir noch in dieses Ding rein müssen. In Wieso? Ich kann noch einfach speichern, oder nicht? Ja, ich weiß nicht, ob er dann nicht einfach... Was? Da, seht ihr auch dieses kleine Viech da? Ja, cool, was verkauft denn der? Ah, der kann Sachen verzaubern. Wie, was? Der verzaubert Sachen, der Kleine. Oh, aber wenn es dann wie im ersten Teil ist, kann es auch dazu führen, dass die Verzauberung fehlschlägt und du alle magischen Eigenschaften verlierst. Schauen wir mal. Ja, sieht so aus. Adds new achievements.
Ja. Mach nochmal. Cool. Cool. Hat geklappt. Plus 16 Eisschaden. Warum leuchte ich jetzt grün? Aber das kleine Viech, das muss ich mir jetzt nochmal aus der Nähe angucken. Ja, und plötzlich ach, Viech oder was? Ach, es ist dann weg. Okay. Da kann man nur einmal kurz und ja, dann haut's ab. Ja, schade. Da ist ein Hämmerle. Gold und ja, okay. Dann kommt man wieder zum Hauptweg. Wow, was denn hier los? Ich weiß nicht. Ach, war nur eine kleine Versammlung. Haben die Dämonen wieder das Meeting vorverlegt? Und wir platzen mitten rein, weil wir hatten den Saal gemietet für... Keine Ahnung, wie spät wir jetzt haben. Wo seid ihr denn? Ich glaube noch 2 Minuten und dann ist der Boss weg. Meinst du? Ja, für den brauchen wir nicht lang. Schnell leveln. Dann machen wir den noch. Bin ich mir sicher. Ich glaube, ich bin den falschen Weg gegangen. Ich ja. Suche euch. Wir sind beim General. Ja, ihr sagt irgendwas von wegen zurück und darum bin ich dann... Aber ich bin doch an dir vorbeigekommen zurück. Das ließ sich nicht schutzig werden. Hast es gleich geschafft. Hast es gleich geschafft, China. Ich hab dich nicht gesehen gehabt. Hast du mich verwechselt, weil wir uns so ähnlich sehen? Nein, ich habe auf irgendwas anderes geachtet zu dem Zeitpunkt. Okay. Auf den dicken Bob ist der Spinne. Ich war noch zum Beispiel mit dem... Oh. Verzaubern beschäftigt. Hier liegen Leichen. Das ist bestimmt ein gutes Zeichen. Das reimt sich. Das ist ein Teleporter. Den müssen wir ja. Aber auch nehmen. Wir da durch. So, dann komm mal her, Dickerchen. Ich nenne mal Dickerchen. Ich weiß nicht, wie dicke. Da ist. Komm her, Fleischer. Oh, aber was ist das da unten für ein cooler Wasserdrache? Oder. Alter, der reißt aber mal wieder heiß ab. Das ist aber ordentlich Schaden. Explosive and Quake Attacks. Ja, dann Quake mal. Ich lauf dann mal. Der sieht ja fast aus wie ein Minotaurus, aber auch nur fast. Mein Mana ist low. Oh, da kommen Kaets. Was? Hier platzen Sachen. Oh. Und es sind zum Glück nicht meine. So, aber wir haben schon mehr als die Hälfte. Ja, der ist doch gleich weg. Aua. Lass das doch mal. Ja, das glaubst aber auch nur du, mein Freund. Ich hab dich kurz schreien hören, Jollum. Oh, da kommt von hinten. Ja, typisch feige Bosse, kurz vorm Sterben, ne? Dann gehen sie hin und rufen ihre Verstärkung. Schöne Beute. Siehst du, ging doch ganz schnell. Schöne das Beute. Ich muss noch kurz hier wieder Zeug rüberschmeißen. General Grells Hornhelm. Ja, wird genommen. Oh, sie. Also, passt irgendwie mal gar nicht zu meinem Char, aber. Ja. General so. Grells Kommando. Wo ist denn der China-Tiger? Der ist hier. Wow. Neuer Gürtel, den ich noch nicht nehmen kann. Ich habe keine Identifizierungsrollen mehr. Brauchst du sowas? Jetzt ist die Frage, ob ich dir die rausschmeißen kann. Ich schmeiß mein Pet los. Oder so. Mal vergleichen. Nee, also wegen 2 Schaden mehr, das bringt nichts. Gut, hätte sein können. Denn lieber den ich sockeln kann. Okay. Ich guck gerade, vielleicht ist hier noch irgendwas. Da ist ein Fragezeichen. Ja. Dann kann man da müssen wir da noch mit jemand sprechen, oder wie? Bostruhe. Ach was, ja, stimmt. Hier, das ist ja nicht die einzige Belohnung, wenn man den Boss killt. Muss man sich ja erstmal dran gewöhnen. Was ist denn das? Ein Shade Wisp. Okay. Also in der Truhe war jetzt nicht wirklich was drin. Ah, in der hier, ja, okay. Doch, hier. Aber die andere da hinten, da war für mich ja, auch nicht so großartig. Doch. Das war nur so eine kleine Truhe. Was zum Sockeln. So, dann sprechen wir noch mit der. Yep. So, wahrscheinlich verkaufe ich auch wieder Sachen, die vielleicht ganz gut zu behalten wären. Aber... Ich muss ja nicht alles haben. Seht ihr meinen neuen Helm? Hast du auch so einen mit Hörnern dran? Ja, genau. Quest abgeschlossen. Und gleich die neue hinterher. Commander Vale, okay. Ach, da ist ja hier noch einer.
Ja, Guardian of Water. Ach so, der Wasserwächter. He siphoned off my energy to magnify the power of Gordrak's heart after he depleted it, destroying Torchlight. With the power of the Guardians, Gordrak's heart could destroy all Ember everywhere. Perhaps he believes that might cure his affliction. The alchemist must be stopped before he attacks any more Guardians. Each time okay, der böse Alchemist. Gut, dann würde ich sagen, reisen wir zur Stadt und dann genau. Loggen wir uns dort aus. In der Tat. So, dann kann ich noch eben meine Fähigkeitspunkte verteilen. Tiger? Ja? Ich habe immer Angst, wenn du so lachst. Also so ein klein bisschen. Bist du noch da? Ja, du bist noch da. Ja. Spinnenbotter! Was? Er hat Spinnenbotter, die angreifen. Es sind, um genau zu sein... So, Leute. Spinnenminen. Spinnenminen. Spinnen. Spiel ist gespeichert. Ja. Yeah. Juhu. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer China-Tiger und der Rest. Ciao. Ciao. Man soll ja gar nicht glauben, wie schnell das geht. Da ist es schon vorbei, die erste Aufnahmesitzung. Klar, die war auch nicht ganz so lang. So 2,5 Stunden etwa, plus minus. Ergab etwa 5 Folgen mit leicht variabler Länge. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, so schlecht waren die Folgen doch gar nicht. Was hatte mir da die Suppe verhagelt? Irgendwie hatte ich im Kopf, dass irgendwas nicht rund gelaufen ist, und aber jetzt, nachdem ich die Folgen alle bearbeitet und gesehen habe, war doch eigentlich ganz okay. Wir haben den ersten richtig dicken Boss, also den ersten richtigen Story-Boss, sag ich jetzt mal, gelegt. Der General Krell. Wir waren jetzt beim Wasserwächter, da wohl einen Teil seiner Kraft eingebüßt hat, weil der Alchemist sich einfach daran bedient hat. Und gehen wir mal von den klassischen 4 Elementen aus, dann gibt's ja noch einen Feuerwächter, einen Erdwächter und einen Luftwächter oder sowas ähnliches. Okay, bei Might and Magic 3 vielleicht auch den Säurewächter. Ach komm, Might and Magic 3, das ist so alt. Natürlich versuchen wir den Alchemisten dran zu hindern, deren Kraft zu klauen, aber ich vermute mal, da werden wir ein bisschen zu spät kommen, denn es soll ja spannend bleiben. Nun gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge und wir sehen uns vielleicht auch das nächste Mal wieder. Ciao, ciao!